Hier ist Efi Stöbermann, ich bin Politesse bei der Stadt Duisburg. Meine Kolleginnen nennen mich auch gerne das Pferd, aber da bin ich nie böse drüber, ne? Und heute wollen wir so richtig reinhauen. Viel Spaß, ne? Was wollten Sie? Ich möchte hier parken, um zur Devika zu kommen. Wo? Hier, auf dem Parkplatz möchte ich parken, um zur Devika zu kommen, drüben. Was machen Sie denn da heute? Ich arbeite bei der Devika. Wann müssen Sie da sein? Ich hoffe, eigentlich so in ein paar Minuten. Ja, dann verquatschen Sie sich hier doch nicht. Fahren Sie mal. Danke. Ist das Ihrer? Ja, ich denke wohl doch, oder nicht? Sonst würde ich auch bestimmt den Schlüssel haben, oder? Wer hat das denn gemacht? Efi Stöbermann. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ein Abmachen. Hier nicht stehen, das wissen Sie. Ja, mach ich mal ganz kurz. Da waren höchstens 2 Minuten. Ja, das mag sein, aber Sie dürfen hier nicht so stehen. Darf ich Ihnen das mal geben? Das sind 25 Mark erstmal. Wofür soll ich denn jetzt hier 25 Mark bezahlen? Ich mache nur ganz kurz in der Apotheke. Ich warte jetzt hier. Ich zeichne ihn. Das kann ich Ihnen anhand von meiner Liste sagen. Ich habe mich nur mal eben kurz in der Apotheke begeben und dann kamen Sie. Wissen Sie, das ist ja auch ein Lernprozess. Sie selber sollen ja mal lernen, inwieweit verhalte ich mich richtig auf einem öffentlichen Parkplatz in Duisburg. Aus und Ende. So, und jetzt mal hier unsere Tatbestandslerntabelle. Gucken Sie selber mal. Zweite Reihe links. Prima. Ich bin doch nur ganz kurz hier. Ich war in der Apotheke. Ja, was meinen Sie, wie oft ich das am Tag höre, dass Sie sich ja so eine Wundsalbe oder wie die Not oder was auch immer. Wir wollen ja auch hier keine Schleichwerbung machen. Ja, denke ich mal, ne? Ja, ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Sie können Sie nur mal flott rüber und mir ein paar Hustenbonbons aus der Apotheke holen. Ich kann doch hier nicht weg. Ich habe einen Kaugummi. Nee, ich brauche Hustenbonbons. Ja, ach, flitzen Sie doch mal eben schnell rüber und holen mir ein paar Hustenbonbons. Mein Gott, da fragt man mal einmal nach Hilfsbereit. Nein, den behalten Sie, wenn Sie keine Hustenbonbons holen, verdammt. Das muss doch möglich sein. Ich mache dann die Kralle ab. In der Zwischenzeit holen Sie mir die Hustenbonbons. Da kann man doch drüber reden. Wo gehen Sie hin? Da Hustenbonbons holen. Holen Sie mir bitte diese leckeren, diese Schweizerischen. Das wüsste ich aber. Ja, das ist doch ein verständiger Mensch, muss ich sagen. So kann es auch gehen. Wie lange wollen Sie denn stehen bleiben? Ich stehe jetzt höchstens, ja, ich schätze mal, wenn ich gleich fertig bin, eine Stunde vielleicht. Und heute Abend, was machen Sie da? Gehen Sie essen? Ja, warum? Ich frage nur. Ja, ja. Ich bin jetzt seit 2 Jahren Witwe. Nee, also, nee, ich bin glücklich verheiratet. Na dann, schönen Tag noch. So. Versprochen ist versprochen, ne? Ja. Was haben Sie mir denn jetzt geholt? Eine leckere Hustenmischung, Gummidrops. Super. So. Danke ich Ihnen. Geben Sie mir das. Aber gerade haben Sie wieder einen Fehler gemacht. Sie sind 2-mal bei Rot über der Ampel gelaufen. Dann macht er 25 Mal 2-mal bei Rot. Doch? Nee, Freundchen, da kann ich kein Auge zudrücken. Ich komme extra aus Müller. Ja, dann nehmen Sie das jetzt an sich. Ja. 25 Mark. Ich danke Ihnen für die Hustelinchen. Hat ja gut geklappt. Ja, Efi Stöbermann hat wieder einen Fall gelöst, ne? Mit Menschlichkeit. Anders geht es doch gar nicht. Aber ich sage mal, man sieht sie immer 2-mal im Leben, ne? Die sind lecker. Dumm, die dumm, die dumm. Der ist reif. Ja, Automat ist kaputt. Ja, warten Sie mal. Ich habe Ihnen jetzt erstmal ein Knöllchen dran gemacht. Ich weiß doch gar nicht, wie lange Sie hier schon stehen. Ich bin doch jetzt hingelaufen und ist defekt. Sie haben nur Geld in der Hand. Ja. Kommt keine Märchen jetzt. Kommen Sie mal mit. Kommt ja, ich gebe Ihnen einen aus. Brauchen Sie nicht. Ich bin im Dienst und da trinke ich nicht. Laufen Sie nicht so schnell, ich habe da eine Füße. Sie können mir hier Märchen erzählen, hören Sie mal. Sie sagen, der ist defekt oder was? Wo ist der denn defekt? Und hier stand noch ein Zettel. Leck mir der Tisch. Ja, ich sehe keinen Zettel. Ich sehe keinen Zettel. Was hast du jetzt gemacht? Ja, Freundchen. Aber ich habe doch hier gerade hingestellt. Hier ist kein Zettel, vorne keine Parkkarte. Holen den Zettel hier. Ich habe doch noch Geld in der Tasche. Pass auf, jetzt gehen wir erstmal wieder zum Wagen, das lösen wir untereinander. Passen Sie auf, wenn Sie mir jetzt 20 Mark unter der Hand geben, sieht doch keiner, dann ist die Sache bereinigt. Geben Sie mir schnell einen 20er. Wissen Sie, mein Job, ich verdiene auch nicht so viel. Wissen Sie, was ich netto raus habe? Da lachen Sie. Alles ist alles perfekt, ja? Super. Was habe ich denn heute eigentlich eingenommen? Mal gucken. 50 Mark, ne, das ist aber ein bisschen wenig. Ne? Ich wollte heute Abend noch zum Friseur. Besorge ich mir noch ein bisschen was. Tag. Darf man überhaupt nicht parken? Bitte? Darf man jetzt hier überhaupt nicht parken? Wenn ich es sage, schon. Also Sie sind die Chefin. Bitte? Sie sind die Chefin. Was soll denn jetzt dieser Spruch? Ja, was heißt er denn jetzt? Suchen Sie sich aus. Sie haben gerade zu mir gesagt. Ich habe gesagt. Was habe ich denn gesagt? Sie haben gar nichts gesagt. Sie haben gar nichts gesagt. Ich habe wohl was gesagt.
Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Und dazu stehe ich. Nee, Sie haben gar nichts. Sie sagen ja gar nichts. Sie sagen viel, aber ich Sie sagen rede doch die nichts. Ganze Zeit. Ich habe Ihnen doch klar gesagt, dass mein Name Evi Stöbermann ist. Ja. Von der Stadt Duisburg. Und Sie erzählen mir hier von Schneewittchen und den sieben Geißlein ein Märchen nach dem anderen. Und dafür gibt es ein Knöllchen. Das ist wirklich, bin ich leid. Bin ich wirklich leid. So, einmal 25 Mark. Da kann ich nicht rüber. Also da gehe ich sofort zum Anwalt mit. Bitte? Da gehe ich sofort zum Anwalt. Wir haben den Ruf. Ich habe sehr gut.